Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer des ganz besonderen Schiffes. Vor Ihnen steht ein glücklicher Vorsitzender des Fördervereins, der heute eine wunderbare Aufgabe hat, nämlich Danke zu sagen. Zunächst mal danke ich Ihnen, dass Sie dieser kurzfristigen, sehr, sehr kurzfristigen Einladung gefolgt sind. Der heutige Tag ist der zweite Stapellauf dieses Schiffes. Er bedeutet, dass diesem Denkmal im 81. Lebensjahr ein zweites Leben geschenkt wurde. In sechsmonatiger Arbeit auf dieser Werft hat die alte Dame im ersten Restaurierungsabschnitt ein völlig neues Unterwasserschiff erhalten. Das ist dieser Bereich unterhalb der roten Bauchbinde. Wasserpass genannt, nicht, dass jemand glaubt, ich weiß es nicht. Damit ist die Grundlage geschaffen worden, dass das schwimmende Denkmal der Kölner Stadtgeschichte in eine hoffentlich erfolgreiche neue Zukunft blicken kann. Finanziell ermöglicht haben das einmal der Eigentümer des historischen Ratsschiffs, nämlich die Stadt Köln, mit einem Zuschuss von 500.000 Euro. Ich begrüße hier an Ihrer Spitze den Stellvertreter von der Oberbürgermeisterin, Herrn Hans-Werner Bartsch, ganz herzlich. Zum anderen hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit einer Spende von 300.000 Euro uns unterstützt. Und die Bezirksregierung hat einen Zuschuss von 200.000 Euro für diesen ersten Abschnitt gegeben. Dafür gilt es, herzlich Danke zu sagen. Wenn wir gerade bei den Kosten sind, wir haben, anders als es leider bei vielen anderen Projekten zurzeit zu erleben ist, unseren Kostenrahmen eingehalten. Wir haben 1 Million Euro zur Verfügung gehabt und wir haben 1 Million ausgegeben. Ganz besonders bedanken möchte sich unser Verein aber bei der KSD-Werft, die im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung nicht nur das günstigste Angebot im letzten Jahr abgegeben hat, sondern die unsere Arbeit in hervorragender Weise unterstützt, mitgedacht und mit kompetenten Vorschlägen vorangebracht hat. Lieber Herr Sander, Senior und Junior, lieber Herr Girgin und Herr Hebel, und die Mannschaft, die Sie alle während der Monate hier auf und unter dem Schiff gelebt und gearbeitet haben, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, die vertraglich so gar nicht vereinbart war. Eine geradezu sensationelle Unterstützung bei der fachlichen Arbeit haben wir neben unserem Bauleiter Frank Waldorf, der Vereidigter Sachverständiger für den Binnenschiffbau ist, auch durch das Amt für Denkmalpflege im Landschaftsverband Rheinland erfahren. Herr Radach ist heute zu uns gekommen. Sie haben in mühevoller Detailarbeit ein Raumbuch erstellt, das alle Details des jetzigen Schiffes erfasst und eine optimale Basis für weitere Arbeiten ermöglicht hat. Wie Sie sehen können, ist das Schiff natürlich noch nicht fertig. Noch in diesem Jahr werden wir die zweite Restaurierungsstufe europaweit ausschreiben, um den Auftrag nächstes Jahr zu vergeben. In dieser zweiten Stufe werden weitere 600.000 bis 800.000 Euro in die Hand genommen, um das Schiff auch von oben und von den Seiten abzudichten und im Inneren dringend notwendige Arbeiten ausführen zu können. Gleichzeitig arbeiten wir an der Planung unseres Liegeplatzes im Rheinauhafen gegenüber dem Schokoladenmuseum. Und wenn ich hier mal kurz einmal Luft hole, dann merken Sie, wir brauchen Geld. Ich möchte vor allem die Kölner Wirtschaft, aber auch Einzelpersonen ganz herzlich bitten, uns bei der Rettung dieses wunderschönen Stücks Stadtgeschichte zu unterstützen. Herr Bürgermeister Bartsch, wir werden vermutlich wegen der Landebrücke auch bei Ihnen nochmal anklopfen müssen.
Denn die ersten Kostenschätzungen für den Neubau sind doch so, dass wir, Denkmalschutzmittel fallen aus, dass wir einmal tief durchgeatmet haben. Ich darf Sie nun bitten, zu uns zu sprechen. Ja. Es ist ein besonderer Tag, den wir heute hier gemeinsam genießen können, nämlich hier wird etwas zu Wasser gelassen, was eigentlich schon lange im Wasser verweilte und uns aus der Stadt so langsam aus dem Blickpunkt gegangen ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 1999, als Harry Blum gerade zum Oberbürgermeister gewählt wurde, hat es also quasi seine Freude da zum Ausdruck gebracht, dass er mit diesem Schiff über den Rhein gefahren ist. Und ich war auch an Bord. Insofern habe ich also auch eine, wenn Sie so wollen, enge Beziehung zu diesem Schiff. Dass das dann anschließend irgendwo im Hafen lag und aus der Öffentlichkeit quasi entzogen wurde, das hat man gar nicht so mitbekommen. Man hat zwar immer mal wieder danach gefragt, nach dem Schiff, aber dann hieß es, ja, das ist im Moment schwierig, da muss repariert werden und so weiter. Ich freue mich sehr, dass es dann eben einer Gruppe engagierter Menschen gelungen ist, nämlich dem Freundeskreis, dieses Schiff wieder flott zu machen, dafür, wie Sie schon eben richtig gesagt haben, die notwendigen Gelder zu sammeln. Denn das ist ein Problem in unserer Stadt. Der Haushalt ist nur begrenzt und er wird jetzt am 7. wieder verabschiedet mit einer enormen Größenordnung, wo man eigentlich von ausgehen müsste, da muss doch etwas noch übrig sein, auch für solche Zwecke. Aber es ist eben schwierig in dieser Stadt. Überhänge diesbezüglich haben wir leider nicht. Insofern sage ich sehr, sehr herzlich Dank allen, die sich darum bemüht haben, denen es eine Herzensangelegenheit ist, sich hierfür zu engagieren und dafür Sorge zu tragen, dass dieses Schiff wieder flott gemacht werden kann. Heute werden wir nur das Unterschiff flott machen. Das andere wird danach flott gemacht. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen nochmal an die Stadt herankommen, schon mal, damit man auch von dem Schiff runtergehen kann und Köln betreten kann. Ja. Ja? Ja. Wir wollen ja möglichst viele Besucher an Bord holen. So ist es, so ist es. Es wird ja dann irgendwann im Rheiner Hafen, ich will nicht sagen, seine letzte Ruhestätte bekommen, aber... Nein, es wird seinen angestammten Platz dort wieder bekommen. Seinen angestammten Platz dann finden. Und dafür wünsche ich wirklich alles Gute und ein freundliches Glück auf. Viel. Wir werden sehen. Okay. Ciao. Das ist ja fast wie Fassanschlag. Ja.